zu merken, dass meine Intuition, dass meine Inspiration, meine Ideen immer noch sind, wie wenn ich alle Möglichkeiten hätte im Körper. Aber ich bin viel langsamer. Ich kann gewisse Sachen nicht mehr machen, wie ich sie empfinde und spontan gern würde machen. Und das ist nicht immer einfach. Ich bin Merit. Ich bin Tänzerin, bin ganz viele da. Ich bin mit vier Geschwistern aufgewachsen, in ganz kleinen Reihenfamilienhäuschen. Wir hatten keine eigenen Zimmer, aber einen Plattenspieler. Und das sind Dvorak, slawische Tänze. Und ich bin immer umgekumpelt zu denen, aber die Nadeln vom Grammophon eben auch. Ich würde sagen, es war wie ein roter Faden. Und es ist immer mehr wie ein Kompass geworden für mich. Die Welt ist ja immer komplexer geworden, auch mit dem Älterwerden. Und der Tanz hat mich immer wieder so präsent gemacht. Tanz ist für mich Kommunikation. Also Kommunikation hat natürlich mit einem Gegenüber zu tun. Ich bin dann auch mal in einer Ballettstunde und hatte 40 Leute, die alle gleich ausgesehen haben. Alle nur vorne geschaut haben, wollten aussehen wie die Lehrerin davor. Ich habe etwas anderes gesucht im Tanz. Etwas, das mit mir zu tun hat. Ich habe über das Tanzen das Gefühl, ich kann reden mit den Vögeln, ich kann reden mit den Bildern, ich kann reden mit meinen Geistern, mit meinen Träumen. Dann der Entscheid vom, ich will jetzt wirklich da tiefer reingehen, mehr lernen, mehr eine Ausbildung machen. Dann ist es schwierig geworden. Damals hat es einfach Ballett gegeben. Und dann bin ich auf Amerika und in den 70er Jahren ist natürlich dort die ganze Performance-Szene, die angefangen hat. Und die Vermischung von den verschiedenen Medien, Tanz, Theater, Musik, Film, Bild, das war damals eine aufregende Zeit. Und da hatte ich das Glück, einen Teil davon mitzuerleben. Und manchmal sage ich, ich sage auf eine Art wie ein Leftover Hippie. Und für mich hat jede Bewegung, jede Geste hat einen Klang, ist also Musik. Bin dann in die Schweiz zurückgekommen und in 3 Semester Lehrerin geworden. Und es war eine spannende Zeit, die neue freie Pädagogik und so. Und dort konnte ich natürlich mit den Kindern, den Schülern ganz viel über Bewegung, über Musik, über das Tanzen machen, weil ich gemerkt habe, das interessiert mich. Das Schönschreiben hat mich jetzt nicht so interessiert. Über die Bewegung, über die Körperwahrnehmung oder über Singen, über Malen, kann ich wie ein besseres Kind wahrnehmen oder auf Kind eingehen. Und der Moment, wo jemand seine oder ihre eigene Kreativität entdeckt, das finde ich nach wie vor extrem berührend und phänomenal, dass wir Menschen die Möglichkeit haben. Also das kommt mit zunehmendem Alter. Und was ganz spannend ist oder ganz schwierig ist, zu merken, dass meine Intuition, dass meine Inspiration, meine Ideen immer noch sind, wie wenn ich alle Möglichkeiten hätte im Körper. Aber ich bin viel langsamer. Ich kann gewisse Sachen nicht mehr machen, wie ich sie empfinde und spontan gern würde machen. Und das ist nicht immer einfach. Das zu akzeptieren und nicht aufzugeben oder einem Ideal nachzuhängen, sondern wieder dabei zu bleiben, was es mir bedeutet. Und offensichtlich auch einem Publikum oder wenn wir Kurse geben oder nach Vorstellungen, gibt es Leute, die eben das auch schätzen. Ich werde in dem Sinn auch nicht gefragt, zum Audition machen oder dort mitmachen, ist völlig klar. Wenn man mich quasi die Alte in einem Stück hat, dann bestimmt das ein Thema. Ich würde sagen, wir funktionieren recht als Kollektiv. Wir sind aber sehr eine internationale Gruppe. Es gibt gewisse Aufgaben wie Anträge schreiben, Ideen formulieren, all das Administrative, das müssen natürlich wir machen. Und dadurch, dass ich mehr Erfahrung habe und auch länger schon dran bin, bleibt das an mir hängen. Es gibt Ausbildungen, die ich finde,
Da werden Tänzerinnen, Tänzer kommen die Chancen, über ihren eigenen Tanz zu finden. Das war früher viel enger. Und was sich verändert hat, ist sicher auch, dass die traditionellen Companies kann man nicht mehr einfach in Ecken stellen, das ist nur Ballett. Weil heutzutage die Anforderungen an eine Tänzerin, an einen Tänzer sind enorm. Einerseits eine gute Technik, dann sehr gut improvisieren, dann können in allen Stilen tanzen, dann Akrobatik, dann Schauspieler kommt mehr rein. Ja, es ist immer noch schwierig, was heisst der Unterhaltungsteil. Weil ich als Zuschauerin wollte ich ja auch mit ihnen sitzen und merken, es passiert etwas mit mir. Und im Vergleich durch die neuen Medien, wo kann man Eigenständigkeit, Authentizität behalten, wenn man sich mit all diesen tollen Gruppen und Companies vergleicht. Also es ist wie weltweit, ist man natürlich viel, viel näher gekommen. Konkurrenz auch quasi vom Ästhetischen her ist viel grösser geworden. Ich mache extrem gerne, so, man kann dem sagen, Mentoring oder Coaching. Das heisst, ich gehe gerne in die Proben schauen, ich gebe gerne Feedback. Ich finde nach wie vor, dass ein sehr kreativer Prozess, wenn ich mit teilhaben oder einfach nur sehen, wie die Leute probieren, etwas in Form einen Tanz zu geben, finde ich das wahnsinnig spannend. Und wenn ich da kann, ein Auge von außen sehen, dann mache ich das sehr gerne.